Hola Leute, willkommen an diesem, ja, was ist das heute, Ostermontag oder so? Ich habe gar keinen Plan von diesen ganzen Feiertagen, aber heute ist ein besonderer Tag, wo niemand irgendwas macht, außer ich. Und ich dachte mir, ey, es gibt einen Black Widow Trailer, wir haben übel viele DC-Sachen angeschaut in den letzten Wochen, wir haben über Justice League geredet, Snyder Cut Videos angeschaut und so weiter. Es wird Zeit für Marvel und Black Widow ist ein Charakter, auf den ich super Bock habe. Ich habe Bock auf diesen Film, aber diese ganze Geschichte, wie der verschoben wurde, Katastrophe. Also wirklich, ich habe hier den Wikipedia-Artikel offen. Ich lese euch einfach mal ein paar Zahlen vor, okay? Und also natürlich wünsche ich euch erstmal einen schönen Feiertag. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und abonnieren nicht vergessen. Ne? Okay, so. Also, erster Trailer zu Black Widow kam raus am 3. Dezember 2019. Das ist schon ein bisschen her. Der ursprüngliche Erscheinungstermin von diesem Film in den Kinos war der 30. April. Also da war natürlich schon Corona, deswegen wurde es wegverschoben, aber das ist jetzt einfach ein Jahr her. What the fuck? Dann wurde der US-Starttermin irgendwie auf den 6. November 2020 bekannt gegeben. Auch das hat nicht stattgefunden. Dann 7. Mai 2021. Und auch das ist nicht der Fall. Und jetzt, ja, ist, glaube ich, irgendwie 8. Juli geplant oder so. Wir werden es am Ende des Trailers sehen, da steht es bestimmt nochmal. Also, ja. Katastrophe, also wie beim James-Bond-Film auch, sowas darf nicht passieren. Ich meine, wir reden hier nicht von irgendeinem Produkt, wo... Also, es gibt ja super viele Leute, die Kleidungsgeschäfte haben und andere Läden, wo sie Struggles haben, das Ganze zu verkaufen. Da frage ich mich schon, okay, ey, Online-Shop, mach das doch irgendwie, da geht doch was. Aber gerade hier bei sowas, bei einem digitalen Gut, das kannst du doch easy verkaufen. Also, das musst du doch nicht in die Kinos bringen. Klar, bringt eigentlich mehr Kohle, aber die Kinos sind doch eh am Aussterben. Das kann man doch switchen, da kann man doch einfach Streaming-Dienste und so. Ey... Ganz schlimm, habe ich kein Verständnis für, warum das so oft verschoben wurde. Bringt es einfach auf Disney Plus. Jeder zahlt das. Jeder will Black Widow sehen. Ich auf jeden Fall. Okay, let's go mit dem Trailer. Geht nur 2 Minuten. Ich bin sehr gespannt. Ich will mehr Spionage. Ich habe nämlich hier den Comic. Da ein super nice Black Widow Comic. Ich glaube, der ist nicht in der Facecam. Der heißt Schuld und Sühne im Deutschen. Und da ist das, dieses Agententhema. Das ist wie so ein düsteres James Bond mit Korruption, KGB und ey, viel, also super nice. Der erste Trailer von Black Widow sah sehr blockbustermäßig aus. Da habe ich nicht so Bock drauf. Ich will hier Agenten-Spy-Thriller. Da habe ich das. Ja. Okay, komm. Schauen wir rein jetzt. So viel gelabert. Du weißt nicht alles über mich. Deutscher Trailer dieses Mal. Ich habe viele Leben gelebt. Bevor ich ein Avenger wurde, hatte ich nichts. Habe ich Fehler gemacht. Irgendwann muss man sich. Die will ich sehen, die Fehler. Die will ich sehen. Die Welt dich sieht? Snap. Oder wer du wirklich bist. Rip, 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 rip. Wie dieses Datum da schon steht, wir müssen dahin, wo alles angefangen hat. Okay. Wo dachtest du, war ich die ganze Zeit? Wir haben noch was zu klären. Ihre Welt. Meine Mädchen sind die stärksten auf der ganzen Welt. Ah, der Red Guardian, ne? Der russische Captain America so ein bisschen. Wir hatten unsere Anweisungen und wir haben unsere Rollen gespielt. Es war nun mal nicht echt. Bisschen Gänsehaut jetzt. Für mich war das echt. Für mich. Nice, nice. Sehr gut, warst sehr du gut. Einfach alle. Sehr schön. Willkommen zu Haus. Sag ja. Hallo. Besser, du schnallst dich an. Klingst wie eine Mami. Ey, Winter Soldier Vibes, oder? Was zur Hölle passiert hier, ey? Jesus. Ich fliehe nicht mehr von meiner Vergangenheit. Ja, aber die will ich sehen. Wo ist deine Vergangenheit? Wo sind die Szenen aus deiner Vergangenheit? Ah, come on, Leute. Black Widow. Ist das hier das russische, wie hier gar nicht mehr das Datum steht, weil wir einfach wissen, es ist einfach Fakt. Ist das hier das russische Avengers-Theme oder was? Das ist ja krass. Das ist super nice. Das ist ja nice. Nochmal, nochmal. Cool, sehr cool. Ich finde, das Ding sieht irgendwie so ein bisschen deplatziert aus, muss ich sagen. Das Logo hier. Naja, ey.
Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir, glaube ich, von allen Trailern bisher fast am besten. Lass doch noch mal hier ein bisschen reinschauen. Also mir gefallen diese Szene im Mittelteil extrem gut. Da geht es wirklich in so eine Mission Impossible, James Bond, keine Ahnung, Bourne Identity, heißt der nicht auch James Bourne? Naja, also so in die Richtung. Und das ist super cool. Was mir halt einfach immer noch fehlt, ist die Vergangenheit einfach. Da sehen wir fast gar nichts hiervon. Es gab ja schon in den Trailern zuvor immer wieder diese Flashbacks, wo sie irgendwie in ihrer Ausbildung ist und so weiter. Diese strenge Ausbildung. Das hier, genau das. Das finde ich cool hier, solche Szenen. Aber wie ist denn dieser Film mit Jennifer Lawrence? Ist der nicht irgendwie Red Sparrow oder so? Das ist ja ein sehr krasser Black Widow-Film. Und so in diesem düsteren Style hätte ich das hier gerne auch. Und mir gefallen diese zwischenmenschlichen Konflikte hier. Das hier gefällt mir sehr gut, diese Mission Impossible-Style-Verfolgungsjagden. Da muss sich der Film natürlich dran messen. Taskmaster hier, ja, sieht man recht wenig. Wird wahrscheinlich am Ende irgendwie eine Rolle spielen. Gut, hier ist er auch am Start, aber ich denke, der erste Teil des Films wird einfach mit der Vergangenheit von Black Widow zu tun haben und dann wird irgendwann Taskmaster mit auf den Plan kommen. Das war ja die Szene, die wir im Trailer zuvor recht ausführlich gesehen haben, wo ich dann eben gedacht habe, ah nee, so viel Blockbuster-Zeug. Ich bleibe dabei, ich finde es bei Black Widow ein bisschen unnötig, dass man so over the top geht, dass man wieder so, ich meine, schaut euch das an, da könnte Superman mitkämpfen, ne? Die fliegen da durch die Luft und so weiter. Aber das hier finde ich alles sehr cool. Diese Szene gefällt mir sehr gut. Ja, auch dieser Konflikt zwischen den beiden. Also das könnte was werden, Leute. Ich bin sehr neugierig. Also, das ist tatsächlich ein Marvel-Film, auf den ich echt Bock habe. Auch wenn ich keine Ahnung habe, ob das gut wird, ob es nicht so gut wird. Was ist da eure Meinung? Seid ihr hyped? Also haben euch die Verschiebungen schon die Lust verdorben? Weil ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass dieser Film überhaupt noch kommt. Also, das ist schon eine große Katastrophe, wie das hier vermarktet und vertrieben wurde und also eben nicht vertrieben wurde. Aber nice, nee, Black Widow. Doch, David, das könnte. Ich hoffe, sie halten es ein bisschen geerdeter. Und ich will mehr von der Vergangenheit sehen. Das ist mir zu wenig noch, muss ich sagen. Aber vielleicht sparen sie sich das für einen Film auf. Kann ich nur hoffen. Und ich würde sagen, zum Abschluss dieser Reaction noch einmal. War zu leise, Moment. Ah, schön. Sehr schön. Hat sie eigentlich ein eigenes Theme? Ist das jetzt ihr eigenes Theme? Ein russisches Avengers-Theme? Oder hat sie wirklich ein eigenes Theme? Ja, werden sehen, Leute. Haut rein. Das war eine kleine Reaction. Und wir sehen uns die Tage. Ciao.